Es ist seine letzte Plenarsitzung als Bundestagspräsident. Nach 37 Jahren im Bundestag und 12 Jahren auf dem Präsidentenchefsessel scheidet Norbert Lammert freiwillig aus dem Amt. Ich empfinde es als Privileg meiner Biografie, neben dem Glück in einem freien Lande zu leben. Meinem Land in dieser prominenten Aufgabe dienen zu können. Standing Ovation auch in der Sitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder überreicht eine Deutschlandflagge, die lange Zeit über dem Reichstagsgebäude wehte und deren Dienstzeit jetzt auch zu Ende geht. Wir sind stolz darauf, einen solchen Präsidenten aus unseren Reihen hervorgebracht zu haben. Sehr geehrter Herr Bundespräsident. 12 Jahre lang hat Norbert Lammert das Amt des Bundestagspräsidenten geprägt. Mit bemerkenswerten Ansprachen, viel Humor und beeindruckender sprachlicher Klarheit, wie bei der Bundesversammlung Anfang dieses Jahres. Wer zum Programm erklärt, wir zuerst, darf sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleich tun. Mit allen fatalen Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen, die uns aus dem 20. Jahrhundert hinreichend bekannt sein sollten. Großen Wert legt Norbert Lammert während seiner gesamten Amtszeit auf die Einhaltung der parlamentarischen Geschäftsordnung. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. So hat er 2010 sogar eine ganze Fraktion des Saales verwiesen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Legendär und oft auch komisch sein unermüdlicher Einsatz zur Einhaltung der vorgegebenen Redezeiten im deutschen Parlament. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Und lieber Kollege Mattfeld, ich habe noch 3 Minuten und deswegen werde ich noch ein klein bisschen was zur Energiepolitik sagen. Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik. Können wir mal gerade einen Zeitabgleich machen, wo die 3 Minuten herkommen sollen? Bitte, wenn Sie mir eine Frage stellen wollen, meine Redezeit ist so kurz, da freue ich mich. Naja, ein bisschen mitwirken muss ich daran wohl auch noch. Aber wenn es schon bei ansonsten erkennbaren Differenzen mindestens in dieser Frage Einvernehmen zwischen Koalition und Opposition gibt, will ich dem nicht im Wege stehen. Bitte schön. Man muss schon sagen, er ist sehr geschickt in seiner Art der Amtsführung gewesen. Er hat auch allen das Gefühl vermittelt, dass er die Interessen auch der unterschiedlichen Fraktionen zu würdigen weiß. Und aus meiner Sicht eine seiner ganz großen Stärken, er schafft es, in ganz, ganz schwierigen Situationen immer die richtigen Worte zu finden. Dass unabhängig von der Parteizugehörigkeit die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag immer gesagt haben, das ist ein würdiger Präsident, wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. In diesem Sinne bleiben wir ganz sicher miteinander verbunden. Herzlichen Dank.